Das Jahr 2021 hat begonnen. Wir sind begeistert. Wir haben nochmal ein neues Jahr und wir können Gott dienen, wir können evangelisieren. Und das werden wir tun, so gut wir es können. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen umstellen. Wir können vielleicht nicht große Evangelisationen mehr machen, gerade in der Art, wie wir es immer gemacht haben, wegen der ganzen Situation. Aber wir können mit Unimog und Anhänger mobil unterwegs sein und wir können Menschen zu Jesus gewinnen. Und wir werden in Marsabit County, das ist wie ein Bundesstaat von Kenia, mit 67.000 Quadratkilometer. Es ist eine riesen Fläche und da werden wir ganz unten am Turkana-See, auf der östlichen Seite vom Turkana-See, in Loyangalani. Loyangalani hat etwa so 6.000 Einwohner und dann werden wir nördlich gehen in Richtung äthiopische Grenze. Da kommt dann Moite und da werden wir auch evangelisieren und werden Menschen erreichen, die kaum im Evangelium erreicht worden sind. Und da freuen wir uns schon ganz, ganz riesig. Da werden Leute vom westlichen Teil von Kenia über den See kommen, aus Kalokol, über was mal der Rudolfsee genannt war, jetzt ist Turkana-See. Und ja, da werden die mit die Boote rüberkommen und wir werden dort evangelisieren auf kleine Art, aber viele Menschen werden erreicht werden, die sonst nicht so erreicht worden sind. Bitte betet für uns. Wir brauchen dringend Beter, wir brauchen Unterstützer, wir brauchen Leute, die hinter uns stehen. Und unten eingeblendet werden, sind jetzt schon einige Möglichkeiten, wie man mit uns in Kontakt kommen kann, wie man auch mehr Informationen bekommen kann. Wir würden uns sehr freuen, in Kontakt zu sein. Diese Evangelisation wird uns 10.000 Euro kosten. Unser Budget ist schon klar und wir sehen, was das alles, es ist sehr weit. Unsere Fahrzeuge fahren 3 Tage lang, bis sie da endlich dann angekommen sind und dann wieder 3 Tage lang zurück. Es ist eigentlich sehr, sehr weit, aber trotzdem sehr notwendig und deshalb machen wir das. Und die Bibel sagt ja, arbeitet, solange es noch Tag ist, denn die Nacht kommt, wo niemand mehr arbeiten kann. Und das spüren wir jetzt. Wir spüren mehr und mehr, dass es die Zukunft es mehr und mehr so anzeichnet, dass es nicht mehr so einfach sein wird, so frei zu evangelisieren. Und das wollen wir aber tun, solange wir es können. Betet für uns, steht für uns, wir brennen für Jesus, wir sind begeistert von der Botschaft, dass wir haben und wir sind dankbar, dass wir euch haben und dass wir zusammen das tun können. Gott segne euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, klickt einfach unten an und unterstützt uns. Das würde uns sehr begeistern und Gott segne euch, auch wo auch immer ihr positioniert seid. Gottes Segen.